Hallo, liebe Freunde des gepflegten Vlog-Spaßes und willkommen zum Unboxing der Fallout Loot Chest. Hier vorne steht's auch dran. Fallout 4 Loot Chest, Vault 111. Wer also Fallout 4 gespielt hat, der weiß genau, worum es geht. Die Box hat sich ein bisschen verzögert. Man konnte die ja am 1. Mai bestellen und sollte die dann irgendwie am 8. Mai sollte sie verschickt werden. Dann haben sie am 8. Mai oder am 9. geschrieben, dass sie es um eine Woche verzögert. Das wäre dann also irgendwie letzte Woche Montag gewesen, also genau vor einer Woche. Das hat dann irgendwie auch nicht ganz funktioniert. Am Ende haben sie die Box dann am Freitag, also jetzt vor drei Tagen verschickt. Und das Problem ist, oder war, dass ich übers Wochenende nicht zu Hause war. Ich bin erst am Sonntagnachmittag wiedergekommen, deswegen kam ja auch Video mit Mr. Mörb zum Sonntag, ein bisschen später auf jeden Fall, war ich nicht da. Das Paket kam am Samstag, lag beim Nachbarn und der war gestern Abend nicht zu Hause. Und deswegen konnte lieber Herr gestern Abend das Paket nicht aufmachen, aber wir machen es jetzt. Also ihr wisst ja, Fallout 4 Loot Chest, deswegen auch hier die 111 drauf, weil ja der Protagonist oder die Hauptfigur ja aus dem Vault 111 gekommen ist. Hat 80 Euro gekostet. Ich bin echt auf den Inhalt gespannt, ob sich das wirklich gelohnt hat. Die Box war streng limitiert. Ich weiß nicht genau, 150 oder 200 Boxen gab es davon nur. Alternativbox war Zelda. Natürlich auch sehr cooles Thema, muss ich sagen. Allerdings bin ich jetzt nicht so der... Ich habe früher auch kein Zelda gespielt. Und deswegen... Ja, also habe ich eher was Aktuelles genommen. Fallout 4. Was ja ein sehr cooles Spiel ist. Ich habe es ja auch Let's Played, wer es nicht weiß. Ist ja auch letzte Woche Freitag zufälligerweise zu Ende gegangen. Ich habe mich halt auch ein bisschen kritisch zu dem Spiel geäußert, aber grundsätzlich schon cooler AAA-Titel, wie man so schön sagt. So, was haben wir denn hier? Erstmal große hier so... Ach, das kann man ja gar nicht. Das geht nicht. Ich hatte das mal so Knickerfolie. Warte mal. Das geht auch nicht! Ah, geht doch! So, also Folie. Fallout 4! Oh ne, werde ich schon geteasert. Nein, geh weg, ich will nicht geteasert werden. Oh yes, wird geil. Also, wir haben hier einen Fallout 4 Black Sweater. Also ein Pullover. Ist natürlich, es ist geil, am Wochenende waren draußen fast 30 Grad und in dieser Box ist ein Pullover. Könnte ich schon wieder den Raging O'Hare spielen. So, den machen wir natürlich mal auf, denn den will ich euch natürlich zeigen. Oh, ich hoffe, das ist eine Ebbe, das ist hoffentlich nicht wieder so groß. Also, oh, doch, das geht. Cool, der ist nicht wirklich dick, muss man sagen. Also den kann man auch schon mal so als Übergangspullover anziehen. Hier hinten steht auch Fallout 4. Ich glaube, das ist gerade, kann man das lesen? Und so sieht das Teil halt aus. Ich kann jetzt nicht aufstehen, weil dann seht ihr nichts mehr, weil dann seht ihr nämlich nur meine Hose. Das bringt nichts, also ich muss das im Sitzen machen. Aber doch, schick, werde ich auf jeden Fall anziehen. Hätte ein bisschen dicker sein können, aber nichtsdestotrotz, es geht winterlich weiter. Es geht winterlich weiter, denn wir haben eine Mütze, eine Fallout 4 Mütze. Das Bescheuerte ist einfach, es wird gerade Sommer. Also ich hätte mich eher über den Cap gefreut oder vielleicht ein cooles T-Shirt mit einer besseren Qualität als die sonstigen vielleicht haben oder vielleicht einfach zwei T-Shirts, aber gut, T-Shirts sind halt immer drin, da wollten sie mal was anderes machen. Eine Fallout 4 Mütze mit dem Pip-Boy vorne drauf, ansonsten, man muss ja mal dazu sagen, das Nerd-Zeug, das ist schon cool, aber es muss trotzdem irgendwie so alltagstauglich sein. Ich kann halt nicht ins Büro gehen mit einem übelst schrägen Nerd-Shirt, das funktioniert nicht, obwohl da jetzt, glaube ich, bei uns auf Arbeit die Leute noch ganz cool drauf sind, also wir müssen jetzt nicht mit Anzug und Krawatte kommen, aber trotzdem muss man ja so ein bisschen den Dresscode einhalten. Bei uns kommen ja auch Kunden und selbst auch wenn ich der Admin bei uns bin,
der eh immer als Nerd verschrien ist, kann ich ja trotzdem nicht so schräge, extrem schräge Sachen anziehen. Deswegen finde ich die Mütze ganz cool. Die hat halt diesen Pip-Boy drauf. Und wenn man das nicht kennt, dann ist das halt einfach eine komische Mütze. Aber die kann man auf jeden Fall anziehen. Und den Pullover halt auch, weil da ist einfach nur dieses, ist das das Vortec-Zeichen, ist das, glaube ich. Und wer das halt nicht kennt, der sieht halt einfach nur einen Pullover mit einem komischen Zeichen vorne drauf. Da gibt es ja viele Marken, die einfach scheiße aussehen. Und von daher ist das dann schon okay. So, wir machen mal weiter. Es sind tatsächlich, das muss ich sagen, es ist krass. Die Box hat 80 Euro gekostet und es sind vier. Es sind vier Items drin, also zwei, die sind noch hier in der Box, die sehe ich schon. Der Pullover und die Mütze. Hätte ich mir jetzt irgendwie mehr erwartet, aber ich weiß gar nicht, was ich als erstes zeige. Ich glaube, ich zeige das hier als erstes. Eine Figur, und zwar Hancock. Ich vermute mal, in anderen Boxen waren andere Sachen drin. Genau, es gibt da wohl... Das ist jetzt die 77, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich so viele verschiedene Figuren gibt. Allerdings gibt es den Protagonisten selber, also hier. Es gibt Dog Meat als Figur, da hätte ich mich natürlich wirklich sehr drüber gefreut. Es gibt halt den Hancock, das ist also diese Figur. Und es gibt ein T60 Power Armor, also einen Typ in der Power-Rüstung. Ich weiß jetzt nicht, darf man das jetzt aufmachen? Zählt das dann schon als bespielt in diesen Sammlerkreisen? Ist egal, wir machen das jetzt einfach auf. Wir machen das jetzt auf. Yes, oh yes. Oh yes. Also Hancock ist auch cool, ne? Ich habe ja auch gerade am Ende jetzt das Let's Plays, habe ich ja auch mit Hancock gespielt. Und von daher, coole Figur auf jeden Fall im Spiel. Das ist wie ein bisschen Hartplaste. Also es ist ein bisschen weich, man kann da so ein bisschen kneten, den Kopf auch. Und ja, es ist halt Hancock als... Wie heißen diese Figuren? Haben die irgendwie einen speziellen Namen? Pop Games, Collect the entire line of Funko Pop, Fallout 4 Super Styles Vinyl-Figur, okay. Ja, also wir haben auf jeden Fall Hancock. Sehr fancy, den kann ich mir auf den Schreibtisch stellen oder in die Vitrine. Ich packe ihn jetzt erstmal wieder hier ein. Ich weiß nicht, was die Figuren kosten. Wir können dann mal auf das Heftchen gucken. So rum, oder? Ja. So, also Hancock kommt wieder in die Verpackung. Und jetzt kommt das Letzte. Das ist eigentlich ziemlich cool, auch wenn ich zugeben muss, dass ich... Hancock, dass ich es lange nicht gespielt habe, aber es ist ein Spiel. Es ist eigentlich ein Klassiker. Von diesem Spiel gibt es ganz viele verschiedene Versionen, unter anderem auch zum Beispiel auch eine Star Wars Version. Wir haben ein Monopoly von Fallout 4. Kann man jetzt cool finden oder halt auch nicht. Es ist auf jeden Fall ein Klassiker Monopoly. Ich habe sogar das Original Monopoly irgendwo im Schlafzimmer auf dem Schrank liegen. Wie gesagt, ich habe es schon sehr lange nicht mehr gespielt, bestimmt 10, 15 Jahre. Aber ja, in einer coolen Runde kann man das schon mal irgendwie machen. Season Special. Willkommen in der Welt von Fallout, in der Sie vom Aufseher persönlich ausgewählt wurden, die sichere Umgebung des Worts zu verlassen, um die vom Nuklearkrieg zerstörte Welt zu erkunden. Haben Sie das Zeug dazu, die Zivilisation wieder aufzubauen und das Schicksal der Menschheit in die Hand zu nehmen, indem Sie im Ödland kaufen, verkaufen und handeln? Viel Glück und willkommen zu Hause. Okay. Als Figuren gibt es die Mini-Atombombe. Kann man das sehen? Ja, Mini-Atombombe da. Vault 111, quasi die Tür. Ich muss das mal länger näher an die Kamera halten. Dann gibt es die 10mm Pistole, den Vault Boy oder Pip Boy. Also Pip Boy ist eigentlich das Gerät an der Hand. Das Ding, der Typ heißt, glaube ich, Vault Boy. Und die Nuka-Cola-Flasche und ein Power-Rüstung-Helm. Ich muss zugeben, es ist ein bisschen dunkel. Ich habe heute die Lichter nicht aufgebaut. Ich hoffe, ihr könnt was erkennen. Also das sind die Figuren, die drin sind. Und ja, Fallout 4 Monopoly, so sieht das Spielfeld aus. Ist wirklich ein bisschen dunkel. Das nächste Mal muss ich wieder die Lichter aufstellen. Wie heißt denn hier die Schlossallee? Ach, die Schlossallee ist Vault 111. Und die Parkstraße ist Diamond City.
Okay. Ist das Gefängnis schon immer hier hinten gewesen? Ich dachte, das wäre. Ah nee, doch, stimmt. Ich habe es gerade überlegt, weil hier ist los und das Gefängnis ist, also gehe ins Gefängnis ist hier, aber das war irgendwie schon immer so. Okay. Spielplan, 6 Sammelfiguren, 28 Karten, 6 sind Special-Karten. Ah, okay. Vielleicht gibt es auch nochmal besondere Monopoly-Regeln für die Fallout 4-Version, man weiß es nicht. Sehr coole Sache. Trotzdem für 80 Euro, ich weiß ja nicht, was das Spiel kostet. Vier Gegenstände, na, dann. Also, ich will jetzt nicht zu viel Kritik üben, aber so ein bisschen, ich weiß nicht. Wir gucken mal ja drauf. Normalerweise stehen die Preise ja in den Heftchen immer mit drin. Ne? In dem Fall steht tatsächlich nicht dabei. Also, es ist hier zu sehen, was drin ist. Der Pullover, das Monopoly-Spiel, die Mütze und halt diese Vinylfigur. Es steht aber diesmal nicht dazu, was es kostet. Okay, kann man sicherlich auch im Netz nachschlagen und einfach mal recherchieren. Ob es jetzt wirklich 80 Euro wert ist, das muss jetzt einfach jeder selber für sich entscheiden. Ich muss einfach sagen, es hätte irgendwas Cooleres sein können. Also gerade der Pullover, der ist schon, naja, ist halt ein Pullover. Das Monopoly spielen, die Figur ist auf jeden Fall geil, die Mütze werde ich auf jeden Fall auch aufsetzen. Und der Pullover, mal gucken, der nächste Winter kommt auf jeden Fall. Jetzt ist es einfach mal an euch zu sagen, hier ist nochmal der Pullover zu sehen. Was sagt ihr zu der Box? Hättet ihr sie euch bestellt, wenn ihr gewusst hättet, was drin ist? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich finde sie auf jeden Fall, ich finde sie gut. Ich finde sie nicht sehr gut, ich finde sie gut, ich finde sie auch nicht. Es ist keine 3, es ist keine 1, es ist keine 4, es ist auch kein Komplettausfall. Es ist eine gute Box. Am Ende muss halt jeder für sich selber entscheiden, ob ihm generell Nerd-Stuff irgendwas wert ist. Also ob man sich überhaupt die Loot-Chest abonniert oder ob man einfach es sein lässt. Ich muss sagen, dass. Die kleineren Boxen oder die normalen Abo-Boxen von Loot Chest sind halt aufgrund dessen, dass mehr Items drin sind, irgendwie spannender. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass vielleicht 5 oder 6 Sachen drin gewesen wären. Man weiß es halt nicht, was die Loot Chest-Verantwortlichen sich dabei gedacht haben. Aber ich will jetzt auch, wie gesagt, nicht zu viel Kritik üben. Schöne Box, gute Box. Bin gespannt. Es kommen ja, soweit ich weiß, immer zweimal im Jahr solche Special-Boxen. Es kommt dann also im Herbst nochmal was. Das Thema der Boxen, darüber kann man auf Facebook abstimmen. Es gibt da eine Fangruppe, die wohl auch von den offiziellen Mitarbeitern von der Loot Chest gepflegt wird. Da gibt es halt immer regelmäßig Abstimmungen. Und da kann man quasi mitbestimmen, was das nächste Thema dieser Special Boxen wird. Bin sehr gespannt, wenn es wieder ein Thema ist, was mich irgendwie interessiert. Was ich cool finde oder wo ich mich auch als Nerd identifizieren kann, werde ich die auf jeden Fall auch, denke ich mal, wieder bestellen. Aber schauen wir einfach mal. Die normalen Abo-Boxen haben wir ja festgestellt, die kommen jetzt immer noch, weil ich das Abo nicht gekündigt habe, habe ich immer noch nicht gemacht. Die lasse ich also einfach weiterlaufen. Ist ja eigentlich auch cool, denn da ist immer so Stuff dabei, den ich verlosen kann. Da wird auf jeden Fall demnächst was kommen. Könnt ihr auf jeden Fall sehr gespannt sein. Ansonsten. Wir labern jetzt gar nicht groß weiter. Das Video ist eigentlich wieder viel zu lang. Das Unboxing ist schon 3 Jahre zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Däumchen nach oben. Schreibt eure Meinung zu den 4 Sachen in die Kommentare. Habt ihr sie vielleicht euch selber auch bestellt, die Loot Chest, diese Special Loot Chest? Dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder zu einem der nächsten Videos hier bei mir auf dem Kanal. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.